Übertragung läuft, sehe ich gerade. Wir legen gleich sofort los. Nochmal ein paar Minuten, damit ihr euch finden könnt. Perfekt. Ich begrüße euch zu dem Thema Tabula Rasa. Thema heute Bitcoins. Ich möchte kurz das Format vorstellen, bevor es dann ja in die Vollen geht. Tabula Rasa, was ist das für ein Format? Es funktioniert so, ich habe bestimmte Thesen, die werde ich entsprechend heute hier mit euch diskutieren. Und am Anfang gebe ich immer meine Argumentationskette, meine Meinung zu diesem Thema ab. Und ihr könnt natürlich im Livestream jederzeit Fragen stellen. Meine Regie, mein Team leitet mir gefiltert die Fragen hier raus, damit ich ein bisschen die Übersicht habe, damit ich mich auf meinen Vortrag konzentrieren kann, suche die entsprechend die Fragen raus. Und ich werde dann entsprechend die Fragen oder eure Statements darauf eingehen und beantworten. Das Ganze soll eine Diskussion sein, aber das Ganze soll immer eine Diskussion zu dem Thema sein. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr den Livestream nutzt und wenn ihr entsprechend die Fragen dort reinstellt, dann bitte ich euch einfach immer Fragen zu dem aktuellen Thema zu machen und nicht zu anderen Themen. Wenn ihr Wünsche habt, dass ich andere Themen besprechen möchte, könnt ihr das gerne uns schreiben an die Tradak, kundenservice@tradak.de zum Beispiel, oder aber natürlich einfach unter diesem Video, unter den Kommentaren sagen, hey Birger, mach doch mal was zum Thema XY. So, das Ganze wird dauern, halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Ich beginne mit einem Pitch sozusagen, an dem ich einfach mal meine Gedanken zu dem Thema vorstelle. Und ja, wenn soweit die technischen Fragen geklärt sind, Ton ist hoffentlich heute ein bisschen besser zu verstehen, da haben wir nochmal dran gearbeitet. Und ja, dann legen wir los, freue mich, dass ihr alle da seid und begrüße euch ganz herzlich zum neuen Folge Tabula Rasa mit dem Thema Bitcoins, eine Blase, Fragezeichen. Wir können auch sagen, Bitcoins, das neue Geld, wohin, was passiert mit Bitcoins, sind Bitcoins eine tolle Idee? Ja, wir beginnen vielleicht mal gerade mit einer ganz, ganz kurzen Einführung. Knapp 10 Jahre ist es her, noch nicht mal 10 Jahre, 2008, 2009 wurde sozusagen das Konzept von einem Geld vorgestellt, unabhängig von Regierung, nicht kontrollierbar durch die Regierung und ja, was ein knappes Gut sein sollte und ja, was ein freies Geld sein sollte. Und dieses Geld war eine Kryptowährung, Bitcoins. Das wurde 2008 vorgestellt und hat seitdem ja ein ziemlich genialen Verlauf gemacht. Ja, wenn man damals 100 Euro in Bitcoins investiert hätte, 2009, dann hätte man jetzt ungefähr 74 Millionen auf seinem Konto. Ja, und klar, ey, wenn man sowas hört, Mensch, hätte ich mal dort einen 100er irgendwie da reingepackt, dann denkt man natürlich, wow, da habe ich eine riesen Gelegenheit verpasst. Und viele denken sich natürlich auch jetzt, wo das Thema so heiß diskutiert wird. Und ich finde jeden Tag neue Artikel, neue Meinungen im Netz und auch in den regulären Zeitungen. Und das Thema ist mittlerweile sehr populär und sehr breit geworden. Das heißt, damals war es nur was für Insider, jetzt sind ganz viele mit diesem Thema beschäftigt. Ja, und jetzt möchte jeder natürlich noch einsteigen und fragt sich, macht das Sinn? Ist es vielleicht gut? Gerade in den Zeiten, wo es mit den herkömmlichen Währungen, wo Draghi, die FED Geld gedruckt haben und viele befürchten, dass die herkömmlichen Währungen irgendwann zusammenbrechen werden und dass das bestehende Geldsystem vernichtet wird, da tut sich dann Bitcoins als eine Alternative auf, als eine fantastische Möglichkeit, vielleicht Werte aufzubewahren, aus der jetzigen Zeit mit in die neue Zeit zu nehmen, wo es eventuell den bestehenden Währungen nicht mehr so gut gehen würde und wo man vielleicht auch geschützt ist vor Eingriffen und Angriffen der Regierung. Ja, das ist so ein bisschen das Grundthema. Jetzt wollen wir mal gucken, ich habe geschrieben, Bitcoin eine Blase. Und ich muss sagen, in der Finanzhistorie gab es natürlich immer mal wieder Blasen und das ist kein ungewöhnliches Phänomen. Und was ich heute machen möchte, ist, ich möchte es einfach mal aus der Sicht, ich möchte gar nicht die einzelnen Argumente für und gegen Bitcoin diskutieren, sondern ich möchte untersuchen, wie zeichnet sich denn eigentlich eine Blase aus, was sind so die besonderen Merkmale, und dann wollen wir mal gucken, passt das zu Bitcoin oder passt das eher nicht und ja, wie geht es da entsprechend weiter. Vorweg vielleicht, in der Finanzgeschichte, es gab schon sehr viele Blasen und das Interessante ist eigentlich, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren plötzlich regelmäßig Blasen irgendwo gesehen haben. Die letzten großen Blasen habe ich persönlich fast alle miterlebt, einige noch als kleines Kind, da habe ich die noch nicht wahrgenommen. Die Silberblase 1980
1989, 90 dann die große Blase in den japanischen Aktien, die habe ich dann schon live erlebt. Ja, die Dotcom-Blase, da war ich dann voll mit dabei und die kennen viele vielleicht auch aus der eigenen Geschichte, 1999, 2000 und dann in der jüngsten Vergangenheit, wobei so jung ist es auch nicht mehr, ist auch wieder so im 10-Jahres-Rhythmus ungefähr 2007 die letzte große Blase bei den Immobilienkrediten in den USA. Wir sehen, dieses Phänomen der Blasen, es kommt häufiger und häufiger und häufiger. Und warum kommt es? Weil Blasen immer dann entstehen, wenn zu viel Geld im Umlauf ist. Das heißt, auch wenn zu viel Kredit im Umlauf ist, weil dieses Geld sucht natürlich irgendwo eine Anlage, eine attraktive Investitionsmöglichkeit und da tut sich vielleicht der Bitcoin entsprechend auf. Aber wir wollen vielleicht mit der Mutter aller Blasen vielleicht gleich mal beginnen, beziehungsweise wir wollen am Anfang mal schauen, was zeichnet eine Blase aus, wie funktioniert das Ganze. Und dafür ist die erste Phase, die jede Blase hat, ist sozusagen eine Phase, da geht es nur um eine Sache, nämlich darum, eine neue Idee gibt es am Markt. Das heißt, wir wollen mal gucken, wollen wir gerade schauen, haben wir hier was? Ja, haben wir. Wir haben also eine neue Idee. Und diese neue Idee, die wäre hier in diesem Fall eine Kryptowährung. So, machen wir hier hin. Ihr seht, meine Schrift war immer so unleserlich, deswegen habe ich mich jetzt mal für eine neue Form entschieden, die ganze Sache auszudrücken. Ich hoffe, man kann es jetzt ein bisschen besser lesen. Und ja, neue Idee, eine Kryptowährung. Wir sind im digitalen Zeitalter. Was soll das alte Geld noch? Wir brauchen es nicht mehr. Viele alte Konzepte haben nicht funktioniert. Und jetzt gibt es eben eine digitale Währung oder auch Kryptowährung. Das ist sozusagen die neue Idee. Und das ist bei Blasen eigentlich immer so, dass irgendetwas ganz Neues ist. Und ich will euch das vergleichen mit der Mutter aller Blasen, nämlich der Tulpenzwiebelblase. Damals, 1550, 1560, so, da kam das erste Mal über Konstantinopel dann Richtung Wien die ersten Tulpenzüchtungen nach Europa und ein paar Jahre später war das bei den sehr vermögenden Leuten eigentlich das Thema schlechthin. Tulpen waren einfach wunderschön, aber sie waren sehr, sehr selten und ja, und es war mehr so eine Sache für die Reichen. Das hatte noch ein paar Jahre gebraucht, bis es sich dann verbreitet hat. Und irgendwo in den 1637 hat die Tulpenblase ihren Höhepunkt gefunden. Da ist sie dann auch entsprechend geplatzt. Aber irgendwo brach eben diese Tulpenmanie los. Also es wurde immer bekannter, bekannter, bekannter. Und es ist natürlich ähnlich wie mit den Kryptowährungen am Anfang, kannten nur Insider das ganze Thema. Und irgendwann brach es so die breite Öffentlichkeit aus und die breite Öffentlichkeit beteiligte sich mit an der Spekulation. Also vollkommen gleiche Gemeinsamkeiten. Wir haben eine neue Idee, Kryptowährung, neue Idee, Tulpen waren das damals. Und wir können natürlich auch bei den anderen Blasen, 1720 Südseeblase, also Erschließung von den Kolonien, 1873 Eisenbahnblase, eine neue Technologie, die Eisenbahn. Wir können hier für jede Blase, können wir immer eine neue Idee hinpacken und es ist immer die erste Phase einer Blase. Nun, wir haben also eine neue Idee. Das alleine macht natürlich noch keine Blase aus, sondern es muss jetzt eine überzeugende Beweiskette kommen und das ist sozusagen die überzeugende Argumentation und der überzeugende Beweis, dass das, was jetzt kommt, etwas ganz, ganz Neues ist. Und wir haben das bei den Tulpen in folgender Form gehabt. Wir haben bei den Tulpen folgende Maßnahmen gehabt. Die Tulpen waren sehr, sehr selten. Ja? Und weil sie so sehr selten sind, sind sie natürlich sehr wertvoll. Und das Interessante ist, sie sind schwer zu vermehren. Denn so eine Tulpe, wenn man die vermehren will, die kann man den Samen nehmen, aber das dauert 7 Jahre, aus den Samen entsprechend neue Tulpen rauszubekommen. Oder man kann Tochterzwiebeln nehmen, die man im Winter nach der Blüte, also nach der Blüte, die Tulpe auskrebt, dann hat die Mutterzwiebel eine Tochterzwiebel gemacht, dann kann man die sozusagen ja verdoppeln. Aber ihr seht, der Prozess der Tulpenherstellung ist sehr langwierig, sehr schwierig und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Tulpen von jetzt auf gleich sehr stark vermehren. Also wenn man selten ist, gut, sehr schwer zu vermehren und das erzeugt eben dann letztendlich eine Knappheit. Und diese Knappheit, das wollen wir uns mal anschauen, wie sieht es mit dieser Knappheit aus, haben wir natürlich auch wunderbar beim Bitcoin. Bitcoins. So,
21 Millionen. Das ist die maximale Zahl. Man sagt, so 2030 wird das erreicht sein, weil der Algorithmus, der entsprechend die Bitcoins produziert, ist so gemacht, dass die Möglichkeit, neue Bitcoins zu erzeugen, sich nach hinten raus immer schwieriger wird und es sich sozusagen die Wachstumsrate immer weiter halbiert. Und das heißt, naja, man sagt, jetzt sind so 16 bis 17 Millionen Bitcoins erzeugt worden und die letzten 4, 5 Millionen, das wird dann immer, immer schwieriger, die zu minen, die entsprechend zu erzeugen. Das ist aber im Prinzip ähnlich wie mit den Tulpen, sehr selten. Und wir haben eben die Argumentation von vielen, das ist jetzt sozusagen der Beweis, das Ding ist knapp, das ist selten, das ist wie die Tulpen, das kann nicht jeder haben, aber es ist ein begehrtes Gut. Und jetzt kommt ein selbstführender Beweis, nämlich schau dir an, die Preise steigen und das ist doch der Beweis, dass das Ganze funktioniert. Das war mit den Tulpen so, die Tulpenpreise stiegen Jahr zu Jahr zu Jahr, genauso wie entsprechend die Bitcoin-Preise steigen und steigen. Natürlich nicht in einem Hoch, aber es ging mal hoch, es ging mal runter und wir haben letzte Woche in Bitcoin mit 2.800 Dollar fast da die Tops, die neuen Tops erreicht, nachdem es wie gesagt, mit wenigen Dollars am Anfang vor 10 Jahren, knapp 10 Jahren gestartet war. Also hier der selbstführende Beweis. Wir haben eben hier eine Sache, wo man gute Argumente hat. Und ich muss dazu sagen, gute Argumente gibt es für viele neue Technologien. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Eisenbahn einführen, dann müssen wir natürlich sagen, das ist eine ganz neue, große Erfindung gewesen. Und natürlich, wir benutzen heute noch die Eisenbahn. Also das heißt nicht unbedingt, bei der Tulpenzwiebel wird man irgendwann sagen, ja okay, heute gibt es 1 Million Tulpen, heute gibt es 1 Million Eisenbahnen oder was weiß ich. Aber das Argument an sich ist eigentlich erstmal ein gutes Argument. Das heißt, bei der Eisenbahn konnte man von A nach B Transporte machen, man konnte Transportkosten sparen. Also es gibt immer eine ganz überzeugende Argumentation. Das ist ganz, ganz wichtig bei den Blasen. Denn das macht die Blasen gerade so gefährlich, dass man, wenn man vernünftige Argumente dagegen aufstellt, was ich gleich auch noch tun werde, aber dann das Gegenargument schlüssig und in sich okay ist. Das will ich bei den Bitcoins gar nicht bezweifeln. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile, die ich auch bei den Bitcoins sehe. Aber die Frage ist eben immer, wofür benutze ich diese Bitcoins? So. Die zweite Phase der Blase ist also so, wir haben eine neue Idee und wir kriegen jetzt den Beweis, einmal selbst führen, die Preise steigen und der zweite, technologisch oder sonst wo, warum dieses Gut, was hier auf das spekuliert wird, einfach wertvoll ist und warum es notwendig ist, ja, und warum das einfach nur funktionieren kann. Ja, bei der Immobilienkrise in den USA mit den steigenden Häuserpreisen war es das Gleiche. Die Immobilien, also Häuserpreise fallen nicht, das war einfach das Argument. Häuserpreise können nicht fallen und mit steigenden Häuserpreisen kannst du jeden Kredit refinanzieren. Und nachdem die Leute mal einmal diese Beweiskette übernommen haben, wo wir im Nachhinein wissen, es gab natürlich Lücken in dieser Beweiskette, aber wenn die das einmal übernommen haben und jeder dieses runterbetet, diesen Beweis, kommt es zu einer allgemeinen Überzeugung und mit dieser allgemeinen Überzeugung wird entsprechend dann eine Spirale in Gang gesetzt, die in der Euphorie mündet. Und diese Euphoriephase ist jetzt eigentlich die Phase, wo viele Leute aufmerksam werden. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Leute, die plötzlich aufmerksam waren. Also Bitcoins war früher nur was für Freaks. Ja, 2008 haben die wenigsten Menschen davon gehört oder gewusst, was es ist. Ja, Tulpenzwiebeln waren was für Sammler, für Exoten, die sich mit Blumen beschäftigt haben. Aber irgendwann, durch die steigenden Preise, durch die Aufmerksamkeit, kamen immer mehr Leute hinzu. Und natürlich verstehen plötzlich viele Leute, ich will eins, ich will schnell reich werden. Und wir haben diese sogenannte Greatest Fool Theorie, die es am Aktienmarkt gibt, die sagt, naja, letztendlich, selbst wenn die Bitcoins nicht funktionieren, wichtig ist doch nur eines, wenn ich sie jetzt kaufe, ich finde auf jeden Fall immer noch einen Narren oder einen Blödmann oder einen Idiot, der sie mir zu einem teureren Preis abnimmt. Das ist also einmal diese Greatest Fool Theorie, dieses Massenphänomen, die hier kommt. Also die Leute hoffen, ähnlich wie bei der Immobilienkrise in den USA, man kauft ein Haus und hofft, na irgendeiner wird sie mir noch zum teureren Preis abkaufen. Ich kaufe Tulpenzwiebeln, irgendeiner wird sie mir zum teureren Preis abkaufen. Ich kaufe Bitcoins, irgendeiner wird sie mir für mehr Geld abkaufen. Diese Hoffnung ist eine reine Hoffnung, aber es ist auch eine
dieses Motiv, schnell reich zu werden, ist auch eine Angst, nämlich eine Angst, etwas zu verpassen, den nächsten großen Trend. Und am Anfang hat keiner diesen Trend wahrgenommen, aber irgendwann ist er überall in den Medien, wie es jetzt eben auch bei den Bitcoins ist. Und natürlich sind die steigenden Preise wie so ein Signal, ja, wie eine Signalrakete, die in die Luft geschossen ist. Könnt ihr euch vorstellen, die leuchtet hoch oben am Himmel und jeder sieht plötzlich da oben dieses Lichtsignal, diese Signalrakete. Ja, teure Tulpenpreise, teure Immobilienpreise, teure Bitcoinpreise, beziehungsweise die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und dann setzt so ein Herdentrieb ein und niemand möchte eigentlich der Blödmann sein, der da nur zuschaut. Ganz ehrlich, den meisten Menschen, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, tut es doch viel mehr weh, wenn man eine Gelegenheit verpasst, als wenn man mit einer Gelegenheit Geld verloren hat, weil man stand da, hat sie gehabt und hat nicht zugegriffen. Und jetzt hat man vielleicht 2008 nicht zugegriffen, 2013 nicht zugegriffen, aber irgendwann denkt man, Mist, du musst einfach rein. Ja, und das ist diese Phase der Euphorie. Und diese Phase der Euphorie, die produziert diese ganzen Preisblasen, Preiskapriolen. Und das funktioniert natürlich nur, weil sehr viele Leute die gleiche Idee haben, ich will schnell reich werden, sehr viel Geld im Umlauf ist, also Kredit und Geld ist zu viel da, das strömt in diesen Aktienmarkt entsprechend rein, beziehungsweise in den Spekulationsmarkt, hier entsprechend in Bitcoin, und führt dann eben zum selbstverstärkenden Effekt, dass die Preise noch mehr steigen und noch mehr Euphorie aufkommt und das Ganze gibt eine riesen Party. Diese Party, einfach mal Beispiel im Nikkei 1989-90, vielleicht kostet sie später letztendlich eine Fläche für ein Hochhaus in Tokio genauso viel wie das ganze Land in Kalifornien quasi. Also extremst irre Preise. Im Nachhinein schütteln wir immer mit dem Kopf und sagen, hey, wie konnte man so blöd sein? Wie konnte man so blöd sein zu glauben, bei der Immobilienkrise, Preise können nicht fallen? Wie konnte man so blöd sein? Bei der Tulpenkrise gibt es die mehr, ob das stimmt, weiß keiner, dass jemand 3 Tulpenzwiebeln für sein Haus eingetauscht hat. Also wie kann man wie kann man so viel Geld ausgeben? Und bei Bitcoins ist es genauso, nur in der Situation, wenn man sich eigentlich zurückversetzt, ja, durch diese überzeugende Beweisphase in Phase Nummer 2, macht das Ganze eigentlich Sinn, so wie jetzt auch im Moment eigentlich Bitcoins vielleicht Sinn machen, weil man denkt, Mensch, was passiert mit den Währungen, was passiert mit der ganzen Kreditblase, wenn die platzt, habe ich vielleicht die Bitcoins. So, das Problem ist, irgendwann schlägt diese Phase, wo man aus Angst in das Investment getrieben ist, und wir denken an den Greatest Fool, es gibt noch einen, der nach uns kauft, in die Umkehr der Angst ein. Und die Umkehr der Angst ist das Erwachen. Und die Erwachensphase, das ist dann der Moment, wo die Blase platzt. Und in dem Moment, wo die Blase platzt, geht es plötzlich der Wettlauf los, finde ich noch jemanden, der mein Investment kauft. Also jetzt irgendwann will ich einen haben, der es mir zum höheren Preis abnimmt, irgendwann will ich noch meine Verluste begrenzen und es geht eigentlich der Sturm los. Und das geht dann relativ schnell und das haben wir bei allen Blasen gesehen. 90%, das ist die Marke, 90% des Preisanstieges werden nach einer Blase korrigiert. Und das haben wir 1637 bei den Tulpen gesehen, 1720 bei der Südseeblase, 1873 Eisenbahn- und Gründerzeitblase, 1929 Aktienmarktblase, 1980 Silber, 1989 Tokio, 1999 Dotcom, 2007 Immobilien. Und ja, diese Umkehr der Angst wird irgendwann einsetzen. Die Frage ist eben nur, wann. Und da kommen wir jetzt zu dem wichtigen Punkt eigentlich, nämlich, wenn ihr mich fragt, Bitcoins, ja oder nein, dann muss ich entsprechend sagen, also nach der Phase, wenn die Preise runterkommen, dann kommt die Depressionsphase, dann möchte keiner mehr dieses Investment haben. Aber dann müssen wir einfach sagen, wenn du spekulieren willst, ist, glaube ich, im Moment das heißeste Spekulationsobjekt, was es gibt, sofern du noch einen findest, der es dir zu einem höheren Preis abnimmt, was dir niemand voraussagen kann. Wenn du es als Wertaufbewahrung benutzt, und das ist das, was viele Leute glauben, also viele Leute sagen, Mensch, ich nehme den Bitcoin, der Bitcoin wird entsprechend die anderen Währungen überleben, dann glaube ich, dass es eine Riesendummheit ist, den Bitcoin als Wertaufbewahrung zu benutzen. Das macht keinen Sinn, weil die Preisschwankungen sind zu groß. Und wie gesagt, es hat alle Effekte einer Blasenbildung. Und wenn diese Blase zusammenbricht, ja, dann bedeutet das letztendlich auch, dass die Werte, die diese Blase geschaffen hat, auch wieder vernichtet wurden. Das ist mit allen anderen Blasen genau das Gleiche passiert. Also zu Spekulationszwecken, wenn du mich aus Trainersicht fragst,
den Bitcoin kaufen oder den Bitcoin verkaufen, reingehen, Momentum-Trades und Momentum-Trends ausnutzen, warum nicht? Als Wertaufbewahrung denke ich, ist es eine Blase, und zwar eine Riesenblase. Und jetzt auch gleich nochmal ein Argument hier vorweg, was immer gesagt wird, ja, aber die Kryptowährungen sind doch im Kommen. 1873 die Eisenbahn, nochmal zurück, auch die Eisenbahn war im Kommen und die Eisenbahn ist geblieben und die Eisenbahn hat tatsächlich eine neue Technologie geschaffen, genauso wie in der Dotcom-Blase. Viele, viele große Firmen, die heute Weltmarktführer sind, wie Amazon zum Beispiel, ja, quasi mitgeschaffen wurden. Das heißt, auch in diesen Blasenphasen wird sozusagen, naja, eine Idee geboren, die überdauert, nur die Preise, die damals auch für Amazon, die sind damals erstmal mit der Blase runtergekommen und später dann wieder nach oben gegangen, wenn die platzt, das hat extremste Auswirkungen. Und deswegen will ich gar nicht sagen, dass wir nicht irgendwann mal eine Kryptowährung vielleicht sehen, ob das Bitcoins sind oder andere. Es gibt im Moment über 700 Kryptowährungen. Ja, welche sich davon durchsetzen wird, weiß noch keiner. Das ist wie mit den Eisenbahngesellschaften. Da gab es so viele Gesellschaften. Welche sich durchsetzt, weiß entsprechend keiner. Und deswegen, ja, meine These, Bitcoins, Megablase. Vorsicht, wenn ihr Wertaufbewahrung sucht, wenn ihr Spekulation wollt, seid ihr richtig. So, kommen wir zur Diskussion. Ich schaue mal rein, was ist entsprechend hier. Ja, erste Frage, ist das reale Papier- und Münzgeld nicht ohnehin kurz vor der Abschaffung, sodass Bitcoins eine reelle Alternative stellen? Super Frage, gute Frage, möchte ich kurz darauf antworten. Und ich hoffe, ich mache es jetzt nicht so kompliziert, aber ich muss jetzt auf einen wichtigen volkswirtschaftlichen Zusammenhang eingehen, damit ihr versteht, warum Bitcoins und übrigens auch Gold keine Währung sein können. Ja? Und dafür muss ich euch einen Grundzusammenhang in der Volkswirtschaft erklären. Und zwar haben wir auf der einen Seite hier entsprechend die Geldmenge. Geldmenge. Das heißt, das ist das zur Verfügung stehende Geld, alles was eben entsprechend als Geld fungiert. Und diese Geldmenge, mit der bezahlen wir ja entsprechend alle unsere Güter. Das heißt, wir haben hier entsprechend unsere Güter. Und wir können die Güter multipliziert mit ihren Preisen. Ja, was letztendlich, also Güter multipliziert mit ihren Preisen, was das Bruttosozialprodukt entsprechend ist. Und wir haben hier die Geldmenge. Natürlich muss die Geldmenge nicht genau gleich groß sein, weil die läuft ja mehrere Male im Monat oder so um. Das nennt man dann die Umlaufgeschwindigkeit. Umlaufgeschwindigkeit. Also wie häufig wechselt das Geld sozusagen den Besitzer. Aber jetzt schauen wir uns das an. Wir haben folgende Gleichung. Also wir haben die Geldmenge mit der Umlaufgeschwindigkeit. Ja, und das ist nichts anderes als die Preise mal die Gütermenge. So, dann noch die Quantitätsgleichung. So, und letztendlich, wenn jetzt die Gütermenge größer wird, weil zum Beispiel die Bevölkerung wächst, weil wir mehr Güter schaffen wollen, ja, also wenn das hier nach oben geht, dann muss die Geldmenge auch nach oben gehen. Oder die Umlaufgeschwindigkeit steigt. Nur die Umlaufgeschwindigkeit hat natürlich irgendwann die Grenzen, weil ich meine, ich kann ja nicht unendlich schnell mein Geld umlaufen. Also wenn ich meinen Gehaltscheck kriege, sofort alles ausgeben und das in einer nächsten Sekunde wieder der nächste wieder ausgeben. Sondern da gibt es natürliche Grenzen. Das heißt, die Geldmenge hier würde 10-mal hier reinpassen. Aber die Umlaufgeschwindigkeit ist am Maximum. Ne? Tun wir mal so. Und jetzt entsprechend steigt die Gütermenge. Die Gütermenge steigt. So, dann muss jetzt Folgendes passieren. Entweder erhöhe ich die Geldmenge oder aber die Preise müssen fallen, weil Güter mal die Preise, das gibt es. Das heißt, wenn die Preise hier fallen, dann passt die Gleichung wieder. Und jetzt haben wir das Problem, wenn die Geldmenge nicht steigen kann. Wenn die Geldmenge also fix ist. Also wenn wir sagen, das sind hier 21 Mio Bitcoins und egal was die wert sind, irgendwo ist das Ende ja erreicht. So, und dann haben wir das Deflationsproblem. Nämlich, dass wenn die Güter steigen, die Preise sinken müssen. Und das führt jetzt zu einem riesen volkswirtschaftlichen Problem. Nämlich alle Leute, die Geld halten, für die passiert ja Folgendes. Das Geld wird mehr wert. Das heißt, ich kann mir für mein Geld mehr kaufen. Das ist bei einer Deflation so.
Hört sich erstmal gut an, ne? Weil Inflation ist ja scheiße. Ich habe Geld und das wird mit der Zeit weniger wert. Jetzt wird aber Geld mehr wert. Nur, das Problem ist folgendes, wenn Geld mehr wert, ja, dann macht es keinen Sinn mehr und wird irgendwann dramatisch, Schulden zu machen. Und dadurch wird im Prinzip die Wirtschaft abgewürgt, weil neue Projekte teilweise, die zum Beispiel finanziert werden müssen, nicht mehr gehen. Ganz einfach, warum macht es keinen Sinn mehr, Schulden zu machen? Weil, wenn ich jetzt entsprechend früher 100 Euro Schulden hatte, ja, und jetzt wird das Geld mehr wert. Also ich sage mal, 100 Euro würde entsprechend 5 Arbeitsstunden entsprechen. Wenn jetzt das Geld mehr wert wird, muss ich plötzlich, sagen wir mal, wenn es doppelt so viel ist, dann muss ich plötzlich 10 Arbeitsstunden arbeiten. Und irgendwann wird es einfach zu schwierig, die Schulden zurückzuzahlen. Und das heißt, Deflation killt komplett alle Schuldner. Und zwar früher oder später. Weil sie müssen immer mehr machen, immer mehr tun, und um das Geld noch, das gleiche Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die das Geld halten, nicht mehr bereit, es herzugeben, weil es wird ja immer mehr wert. Ja, warum sollte ich Geld hergeben, was mehr wert wird? Ja, das heißt, es wird immer weniger Kredite vergeben und die Schuldner gehen ein. Das heißt, ich kann letztendlich das Güterwachstum, was passiert, nicht mehr finanzieren. Und das ist deshalb, taugt alles, was eine begrenzte Menge hat, nicht als Geld. Dazu zählt Gold, dazu zählen Bitcoins und dazu zählen alle anderen Sachen. Und deswegen müssen wir einfach ein Geldmengensystem haben, was mit der steigenden oder aber auch fallenden Gütermenge einhergeht. Und wenn man dieses Problem nicht löst, dann schafft man eine Deflation und das ist ein ganz großes Problem. So, jetzt nächste Frage. Die Gefahr ist, dass eine neue, bessere Kryptowährung den Bitcoin ersetzt und dadurch der Wert fällt. Auch das ist der Fall. Wir haben tatsächlich 700 Kryptowährungen und man darf nicht glauben, nur weil der Bitcoin entsprechend den Erfolg hatte am Anfang, dass er unbedingt ist das System, was sich auch dauerhaft durchsetzt. Natürlich hat Bitcoin einen Vorsprung, aber Bitcoin hat ganz, ganz viele Nachteile. Also viele Leute denken zum Beispiel, Bitcoin ist anonym. Nix da, ja? In dieser Blockchain-Technologie ist es so, dass die alten Transaktionen gespeichert sind. Und das heißt, egal was mit dem Bitcoin früher mal gemacht wurde, das ist sozusagen da drin mal abgespeichert. Und die Anonymität hat eine gewisse Grenze. Und es gibt viele, viele Nachteile, die der Bitcoin hat. Unter anderem eben, dass er nicht so anonym ist, wie er entsprechend scheint. Dass entsprechend eventuell andere Kryptowährungen sich durchsetzen, die dieses Problem nicht haben. Problem Nummer zwei ist, ihr müsst verstehen, dass Geld Macht ist. Geld ist die größte Macht, die es gibt, und eine Regierung, die diese Kontrolle aus der Hand geben würde, nämlich ihr eigenes Geld zu haben, würde sich vor einen großen Teil ihrer Macht hergeben. Denn stellt euch einfach mal Folgendes vor, wir haben, sagen wir, Bundesrepublik Deutschland, und natürlich druckt die nicht selber das Geld, aber wir haben dort gewisse Verstrickungen, die da zumindest zu führen, dass die Zentralbank notwendiges Geld zur Verfügung stellt. Sehen wir jetzt auch. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben die begrenzte Menge Bitcoins, die Regierung hat null Einfluss darauf und natürlich will die Regierung Projekte vorantreiben, Macht haben und Wählerstimmen haben. Und dafür muss ich Projekte finanzieren, Schulden machen. Wenn ich keine eigene Währung habe, dann kann ich das nicht. Und damit gebe ich so viel Macht aus der Hand, dass ich euch die Garantie gebe. Keine Regierung der Welt, keine, wäre so blöd, Geld, diese Möglichkeit als Machtmittel, ja, auszusourcen und irgendwo anders hinzugeben. Alle Konstrukte, die wir haben mit Notenbanken und so, das sind leichte Verschleierungstricks, sage ich mal, aber keiner wäre so blöd, ein komplett anonym das zu machen, weil das schafft eben genau die Abhängigkeiten, die man nicht haben will. Denn letztendlich ist derjenige, der die Kontrolle über das Geld hat, die Kontrolle auch über die Geldentstehung, über die Wirtschaft und die Regierung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass euch das immer im Kopf bleibt. Das wird nicht passieren. Das heißt, früher oder später wird jede Regierung, wenn sie schlau ist, und das ist sie nun mal, wird, wenn es ihr zu gefährlich wird, das verbieten. Ja? Also bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir hatten in den USA früher einen Goldstandard. Dann wurde der Goldstandard entsprechend ja aufgehoben später. Aber
wichtigste Voraussetzung bei dem Goldstandard war unter anderem, dass das Gold natürlich nicht in einem privaten Besitz ist. Denn wenn das Gold im privaten Besitz ist, das heißt, wenn jetzt, stellen wir uns den Extremfall vor, ja, sagen wir mal, ein sehr reicher Mann oder Mensch häuft das ganze Gold an, dann hat er die Kontrolle wieder über die Geldmenge und über alles. Und das würde die Regierung wieder für große Probleme stellen. Deshalb war es bei 10 Jahren Gefängnisstrafe verboten, Gold zu besitzen und Gold zu horten in den USA. Und dieses Gesetz ist erst sozusagen gefallen, als auch der Goldstandard gefallen ist. Und natürlich macht so ein Gesetz Sinn, weil ja, wer entsprechend die Währung hat, kontrolliert. Und deswegen muss man sich ganz klar machen, in dem System, so wie wir es im Moment sehen, wird die Geldmengenerzeugung oder das, was als Geld erlaubt ist, wird immer von der Regierung gestellt. So, hier eine Frage, sind Kryptowährungen allgemein blasengefährdet oder ist es wirklich mehr auf Bitcoin bezogen? Also, ich habe euch gerade mal diese 5 Phasen einer Blase klar gemacht und gezeigt. Und alle diese 5 Phasen könnten wir bei jeder Spekulationsblase, die die Geschichte kennt, sehen. Übrigens, natürlich wichtig ist, diese 5 Phasen für sich haben keine Bedeutung, wenn die Blase nicht gefüllt wird. Die Blase muss gefüllt werden mit frischem Geld. Und das heißt, Blasen entstehen immer dann, wenn zu viel Geld, zu viel Kredit im Umlauf ist. Weil dann haben wir nämlich genau das Problem hier, was ich hier angemalt habe, andersrum. Die Gütermenge und die Preise sind zu klein für die Geldmenge und dieses Geld will irgendwo hin. Und es geht dann zum Beispiel ja, in verrückte Spekulationen, wie zum Beispiel den Bitcoin. Und im Bitcoin ist es im Moment am extremsten. Das sehen wir einfach an den Preisentwicklungen. Ja, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass andere Kryptowährungen entsprechend ähnlichen Verlauf durchmachen, wobei ich mich nicht jetzt mit jeder einzelnen beschäftigt habe. Aber generell, denkt dran, es ist eher eine Sache, bei einer Spekulationsblase könnt ihr spekulieren, dass auch dass die Blase sich weiter ausdehnt oder dass sie zusammenkracht, aber eben nicht, dass es eine Wertaufbewahrung ist. Ich glaube, das wäre das größte Problem. So, hier schreibt jemand, der Kurs hat sich dieses Jahr schon verdoppelt. Oh ja, der hat sich dieses Jahr schon verdoppelt. Und das Problem von Ende der Blasen ist, niemand kann sagen, wo das Ende der Blase ist. Das heißt, der Kurs wird eigentlich ein Verlauf, der exponentiell steigt. Ja? Und das ist eben zum Schluss der letzte Teil der Blase. Da sehen wir Verdopplungen, Verdreifachungen innerhalb relativ kurzer Zeit. Aber dieser Effekt, wie gesagt, wenn die Blase korrigiert wird, wird 90%, das haben alle Blasen gemeinsam, 90% wird entsprechend der Kurs zurückgeführt. Das haben wir bis jetzt bei jeder Blase so gesehen. So, hier kommt nochmal eine Frage, wie funktionieren Bitcoins genau? Ich kann das dir jetzt zwar erklären, aber das wäre letztendlich, würde es den Bogen vom Tabula Rasa überspannen. Ja, was du einfach verstehen musst, es ist ja, letztendlich ein Algorithmus, aus dem ein Blockchain, ja, das heißt, jetzt muss ich 1000 Sachen erklären, es wird einfach zu viel in Details zu erklären, aber verstehe einfach, es ist im Moment ja, wie eine digitale Währung, also, also nichts Physisches, sondern du hast im Prinzip ein Code, ja, der entsprechend wie ein Zahlungsmittel derzeit funktioniert im Internet. Ja, ich kann es dir nicht in 3 Sätzen leider erklären, aber wäre vielleicht mal eine Aufgabe, an die man sich dran setzen kann. So, gucken wir mal, was dann noch an Fragen haben hier. Und so, im Moment schreibt der Tobi mir hier keine weiteren Fragen. Ich gucke mal, wie wir hier von der Zeit sind. 3/4 Stunde haben wir so als Maximum angeplant. Wir sind jetzt ungefähr bei 30 Minuten angekommen. Lasst mich nochmal vielleicht ein paar wesentliche Sätze sagen. Also, das Wichtige, glaube ich, zu erkennen ist, dass ich nicht generell irgendwie gegen Bitcoins bin und dass ich die Idee an sich, an einer Währung, die nicht ja, von einer Regierung kontrolliert wird, einer Alternativwährung, sogar ausdrücklich begrüße, ja, und die Idee toll finde. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Nur die Kapriolen, die die Preise von Bitcoin schlagen, veranlassen mich persönlich zu der Annahme, dass es sich hier mal wieder um eine ganz große Blase handelt. Und deswegen muss man einfach sagen, Wertaufbewahrung eher nein, Spekulation ja. Und der Punkt,
zu dem ich hier komme. Es kann nicht als Währung funktionieren. Das habe ich gerade euch hier mit der Quantitätsgleichung aus der Volkswirtschaft entsprechend erklärt. Die Geldmenge mit der Umlaufgeschwindigkeit muss immer gleich sein mit dem Warenkorb, der produziert wird, multipliziert mit den Preisen, weil ihr müsst ja letztendlich irgendwie die Güter bezahlen. Ja, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Was als Geldmenge fungiert, ja, da sind natürlich verschiedene Möglichkeiten da. Wir müssen aber allerdings auch eben dazu sagen, dass Regierungen eine Kontrolle über die Geldmenge immer wünschen, weil es ein ganz wesentliches Machtinstrument ist. Und das sind, glaube ich, die Fakten, die man verstehen muss, wenn man über Währungen und Alternativwährungen reden wird. Und solange wir ein System haben von nationalen Regierungen, die entweder gewählt werden oder ihre Macht erhalten müssen, müssen sie auch zusehen, dass sie das Geld kontrollieren. Das ist einfach ein Teil des Spiels. Da müsst ihr euch mal darüber Gedanken machen. Wir können das auch nochmal vertiefen auf ein Tabula Rasa-Thema. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Man kann nicht einfach so sagen, oh, morgen mache ich eine andere Währung und bezahle Muscheln oder so, sondern damit etwas als Zahlungsmittel erlaubt ist, da kann man noch sagen, gut, im Moment werden Bitcoins toleriert, aber wenn Bitcoins gefährlich werden würden, würden sie einfach verboten werden. Oder man würde gute Argumente finden, das sind dann diese Phase des Erwachens, dass es reguliert wird, ja, irgendwelche Formen. Also bei der Silberblase war es zum Beispiel so, dass man einfach eine neue regulativ erfunden hat, neue Regeln, wie der Silbermarkt zu funktionieren hat. Und die Silberblase, die Luft ging entsprechend raus. Das war, habe ich schon mal auf Tabula Rasa hier erwähnt, die Geschichte mit den Gebrüdern Hart. So, wie spielt der asiatische Markt nach der Legalisierung in Japan in die Preisentwicklung ein? Also, es ist richtig, es gibt gewisse Regierungen, die erstmal gesagt haben, ja, es ist uns erstmal egal, ja, wie zum Beispiel in Japan. Es gibt Regierungen, wo der Bitcoin gerade genutzt wird, um Regulierung zu umgehen, wie in China. Da gibt es nämlich Kapitalverkehrskontrollen und ich kann mein Kapital nicht so verschieben, wie ich will. Also mache ich das über Alternativen, über Bitcoins. Und das sind alles Argumente, die jetzt erstmal für steigende Preise sprechen. Deswegen explodiert das Ganze so. Der Punkt, auf den ich aber hinaus will, ist, eben wie bei den Tulpen, es gab klasse, gute Argumente, auch bei der Eisenbahn, warum letztendlich das Ganze gut ist. Und ich bezweifle das ja nicht, dass es gut ist, nur die langfristige Werthaltigkeit, die wird bei dieser Technologie eben nicht so bestehen. Und das haben wir eben auch bei der Eisenbahn gehabt, ne? Dass letztendlich, ja, heute haben wir ein tolles Schienennetz weltweit, aber ja, mit den Eisenbahnen verdient man eben leider nicht mehr das große Geld. So, ja, okay. Ich komme noch eine Frage rein. So, auf welchen Plattformen kann man die Kryptowährung am besten traden? Es gibt verschiedene Plattformen im Internet. Alles relativ kompliziert. Ich würde euch Folgendes empfehlen, wenn ihr traden wollt. Es gibt gewisse Broker, da sind wir leider bei dem Thema CFDs, aber es gibt Broker, CFD-Broker, die entsprechend Bitcoins anbieten, die das haben. Ich sage gleich mal drei Sachen dazu. Nämlich Punkt 1 ist, wir haben eine extrem hohe Volatilität. Also dann, wenn ihr das macht, extrem weiten Stopp. Ja, und ihr müsst natürlich einkalkulieren, dass euer Geld futsch ist. Punkt 2 aber ist, wir haben einen extrem großen Spread. Und das ist egal, ob ihr den Bitcoin selber handelt oder ob ihr den über CFD oder sonst irgendwie handelt. Und dieser große Spread führt dazu, dass man nicht aktiv traden sollte. Also wenn nicht irgendwie 5 oder 10 Transaktionen am Tag. Ich sag mal zum Beispiel, der typische Spread liegt zwischen 10 bis 20 Euro im Moment beim Bitcoin auf vielen CFD-Plattformen Anbietern. Ja? 10 bis 20 Euro, das heißt, wenn ihr reingeht, habt ihr, also, ja, oder Dollar, habt ihr 10 bis 20 Punkte schon mal verloren. Ja? Also das ist extrem groß. Das heißt, es eignet sich nicht wirklich gut fürs ganz kurzfristige Training. Aber wenn einer sagt, hey, ich möchte einfach mal einen größeren Move ausmachen, dann kann man das entsprechend machen. Ich würde euch nicht empfehlen, den Bitcoin direkt zu handeln, weil das ein ziemlicher Aufwand ist. Ihr müsst erstmal nochmal ein extra Konto eröffnen. Ja, dann gibt es wieder verschiedene Maßnahmen, wenn ihr den Bitcoin sofort handeln wollt. Also die Preistransparenz an den Börsen ist nicht so groß. Also die beste Preistransparenz habt ihr tatsächlich dann eher in solchen CFD-Märkten. So, die Frage wäre, welches der faire Preis von, so jetzt,
von Bitcoins ist, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kurs noch auf 10.000 hochgeht, bevor er fällt. Absolut richtig, dazu kann ich auch nichts sagen, weil ich habe eben diese Kristallkugel leider auch nicht. Und ich glaube, jeder hätte zugestimmt, wenn man 1989 bei 20.000 dem Nikkei gesagt hat, wow, was ist denn hier abgegangen? Und dann hat das Ding immer nochmal verdoppelt. Ihr müsst überlegen, wenn das hier exponentiell schleicht, dieser letzte Verdopplungsschritt oder so, der sich dann auch in kurzer Zeit vollzieht, ob der von 2.800 auf 5.600 oder von 5.000 auf 10.000 geht, das ist irgendwo dann egal und man kann es eben nicht abschätzen. Vielleicht noch eine Sache, dies kommt auch aus der, wenn man sich alle Finanzblasen der Welt mal anschaut, wir haben eben diesen parabolischen Verlauf und letztendlich die Blase platzt meistens, wenn dieser parabolische Verlauf sozusagen kippt. Also man muss nicht hier reingehen, weil man hier nicht weiß, wie hoch das noch gehen kann, sondern man muss eigentlich mal warten, beginnt das Ding zu fallen und dann haben wir die typische Bewegung auch. Auch fast bei allen Blasen so, also parabolischer Verlauf, erste starke Abwärtsbewegung und dann kommen nochmal die Leute, die sagen, boah, das ist aber günstig, ne? War ja schon mal hier oben. Das heißt, der Markt verstabilisiert sich, versucht diese Tops nochmal anzulaufen und das gelingt dann nicht und dann kommt hier die Enttäuschung und die geht dann meistens sehr, sehr schnell. Dann hier haben wir häufig, muss nicht sein, aber haben wir häufig dann ja so ein Crash-Verhalten. Also das ist ein bisschen das grobe Muster, ohne das zu detailliert zu machen, was wir auch fast bei allen Blasen, Südseeblase, Tulpenblase, Aktienblasen gesehen haben in der groben Form. Und zwar immer dann, wenn der Markt hier diesen parabolischen Lauf durchschnitten hat. Ja, das auch nochmal dazu. So, ein Bitcoin entspricht der Lösung einer Rechenaufgabe. Es könnte durch Supercomputer, die wenig Strom verbrauchen und ganz schnell billig rechnen, der Bitcoin-Markt nicht zusammenbrechen. Nein, weil letztendlich ist der Bitcoin so konstruiert, dass es eben ein Maximum gibt. Also wenn diese 21 Millionen erreicht sind, dann gibt es eben nicht mehr. Also das ist das Ende. Das heißt, es ist tatsächlich ein endlicher Markt. Und das ist ja genau das Problem, was ich gerade aufgeführt habe. Wir haben, ähnlich wie bei Gold, hier eine feste Sache, egal wie die Güter und Preise sich entwickeln. Und deswegen funktioniert das Ganze nicht als Geldersatz. Ja? Zumindest nicht gut als Geldersatz. Es hat dann sofort deflationäre Züge, wie Gold auch hat, wenn man entsprechend Gold als Geldmenge. Übrigens ist das natürlich nicht nur Theorie, die ich da sage, sondern man hat einfach das große Problem gehabt. Viele fragen sich ja, warum ist der Goldstandard je abgeschafft worden? Wir haben auch das große Problem gehabt, als wir den Goldstandard hatten, dass Regierungen, die ihre Währung mit Gold hinterlegt hatten, und selbst wenn es nur teilweise war, dann hat man ja eine gewisse Form von Hebeleffekt, und dann entsprechend das Gold abfloss, beziehungsweise die Volkswirtschaft wuchs, und man hatte nicht die Möglichkeit, die Geldmenge zu erhöhen, weil man nicht mehr an weiteres Gold entsprechend dran kam, dass man eben Krisen verursacht hat, Deflation verursacht hat, durch die Golddeckung und da sind die Menschen natürlich auch drauf gekommen und dann hat man eben das andere Problem, wir haben früher das Problem bei den goldgedeckten Währungen gehabt, dass Deflation das vorherrschende Element war. Nachher, die letzten 100 Jahre, lief es eher so, dass Inflation das vorherrschende Element war, aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, Inflation ist sicherlich nicht das, was wir uns wünschen, dass unser Geld weniger wert wird, aber viel schlimmer, was wir uns noch weniger wünschen, ist eigentlich, dass unser Geld mehr wert wird, weil Deflation, habe ich gerade gesagt, killt jegliches Wirtschaftswachstum früher oder später ab, dadurch, dass es immer teurer wird, seine eigenen Schulden zurückbezahlen. Und ja, dazu können wir auch mal ein Tabula Rasa-Thema machen, nämlich was ist die schlauste Strategie innerhalb einer Deflation. So, 12:45, keine weiteren Fragen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir zugeschaut habt, heute wieder bei einem Tabula Rasa. Nächste Woche gibt es kein Tabula Rasa, da bin ich im Urlaub, bin ich in, oder auf, sagt man in oder auf, weiß ich gar nicht, Island. Und dann geht es sozusagen in der Woche da drauf, ja, wieder mit einem Feiertag, soweit ich weiß, weiter. Aber wir werden auf jeden Fall das Tabula Rasa machen. Ich werde euch den genauen Tag noch in den Social Medias bekannt geben. Wünsche euch eine gute Zeit, wünsche euch tolle Pfingsten. Denkt nochmal über die Sachen nach, wie ich sie gesagt habe. Und ich freue mich wie immer über eine Diskussion im Anschluss an dieses Video in den Kommentarfunktionen. Und wie ihr es auch in den anderen Tabula Rasas gesehen habt, wenn ihr gut diskutiert mit mir, kriegt ihr von mir auch Antworten. Also wenn ihr
Oder wenn es euch gefällt, könnt ihr es natürlich auch liken und könnt entsprechend eure Kommentare schreiben. Ich gehe gerne mit euch auch im Nachhinein in die Diskussion hinein. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Bewertungen, konstruktive Kritik entsprechend gibt und freue mich natürlich auch, wenn ihr das Video teilt. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, ein schönes Wochenende. Bye, bye.